So Leute, herzlich willkommen. Heute mal ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und zwar sind wir immer noch in Houston, aber ihr werdet nicht erraten, wo wir sind. Kleiner Schwenker nach rechts. Ganz genau. Ich habe vergessen, wie es heißt. NASA-Zentrum. Auf jeden Fall Raum, Luftfahrt etc. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wird eine interessante Sache, weil ich selber habe richtig Bock drauf. Und ja, gucken wir mal rein. Zum Piss. Soll schwer sein da oben, habe ich gehört. Gerade aus dem Auge der ISS und da können wir sehen, wie schnell sich das Teil dort dreht. Also, oh, jetzt ist es ganz weg. Ah, jetzt fängt sie auf dem Korn an. Leck mich am Arsch, ist das fett. Was ich jetzt gerade gesehen habe, diese ganzen Module sind dafür da, um diese kleine Kapsel hochzubringen. Ja, da sitzen halt drei Astronauten drin, in diesem bräunlich gefärbten Teil, um da hochgeschossen zu werden. Das ist Verschwendung und gigantisch. Getouched. Die sind verrückt, die Amis. Kannst du sagen, was du willst. Die haben nicht alle Tassen im Schrank, du. Einfach so ein Space Shuttle auf einem Boden. Ja Leute, das war die erste Woche Houston. Wir haben einiges erlebt, wir haben einiges geschossen, wir haben einiges ausprobiert, einige Delikatessen zu uns genommen, auch einige Dinge, die nicht so lecker waren. Und jetzt geht's dann weiter zum Flughafen Richtung Las Vegas. Shot Show, wir sehen uns dann. Okay Leute, seid ihr alle bereit fürs nächste Abenteuer? Nein? Alles klar. Dann halt nicht. So, wir haben jetzt hier Emergency Alarm und wie wir sehen, es sind alle hier in heller Aufruhr. Hier ist wirklich viel Stress am Airport. Ja. Also so sieht ein Alarm aus am Airport. Ich hab total Angst. Mich hat Angst. He's afraid. He's quite afraid.
gerade kam wieder eine nette Dame auf uns zu und meinte, ja, was macht ihr denn hier? Das sieht alles ganz cool aus, euer Stuff und so. Ja, und ja, hier Shot Show Las Vegas, wir begleiten das alles mediatechnisch. Sowas wird es in Deutschland gar nicht geben, dass irgendwie eine fremde Person auf einen zugeht und fragt, ey, was macht ihr hier, wo kommt ihr her, ihr seid coole Jungs. Und die war ungefähr, boah, 65. Und ja, das gibt's nur hier. Also wird es auf jeden Fall nicht dort geben, wo du herkommst, aus dem Nee, in Deutschland gibt es sowas nicht. Also da ist die Mentalität doch etwas anders. Bist du überrascht? Ich bin... Bist du froh, wieder hier zu sein? Ich bin froh, wieder hier zu sein, ja. Also, ich find's ganz toll. Ja. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen uns auch das nächste Mal wieder hier auf unserem Kanal. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr unser Merchandise bei unserem Partner von T-Link kauft oder eure Ausrüstung für euer nächstes Abenteuer, für eure Hobbys oder für andere Unternehmungen bei uns in einem unserer Online-Shops erwerbt.